Abschnitt 44. Hören Sie zu. Seid ihr immer noch nicht fertig mit der Reparatur? Nein, ich habe sehr lange suchen müssen. Hast du Herrn Seltzer Bescheid gesagt? Nein, aber das tue ich jetzt. Sonst kommt er nämlich gleich. Seltzer, guten Tag, Herr Bärwald. Ich wollte fragen, ob Sie eigentlich unsere Auftragsbestätigung bekommen haben. Unser Telex war kaputt, da haben wir sie mit der Post geschickt. Aber das war erst vorgestern. Nein, wir haben tatsächlich bis heute nichts bekommen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wann brauchen Sie denn die nächste Lieferung? Sofort. Unser Keller ist so gut wie leer. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Hören Sie zu. Komm, lass mich jetzt in Ruhe. Ach, der Herr ist wohl heute nicht zu sprechen. Kümmere dich um deine Sachen. Gut, das werde ich mir merken. Wenn du mich wieder mal brauchst, dann werde ich dir sagen, tut mir leid, ich kümmere mich nur um meine Sachen. Wiederholen Sie bitte. Komm, lass mich jetzt in Ruhe. Ach, der Herr ist wohl heute nicht zu sprechen. Kümmere dich um deine Sachen. Gut, das werde ich mir merken. Wenn du mich wieder mal brauchst, dann werde ich dir sagen, tut mir leid, ich kümmere mich nur um meine Sachen. Hören Sie zu. Du, bevor ich es vergesse, ruf mich morgen Abend an. Geht nicht. Morgen bin ich schon in Mailand. Ich muss für eine Woche verreisen. Mensch, hast du's gut. Wiederholen Sie bitte. Du, bevor ich es vergesse, ruf mich morgen Abend an. Geht nicht. Morgen bin ich schon in Mailand. Ich muss für eine Woche verreisen. Mensch, hast du's gut.